Da ist jetzt leider eine Geschichte dahinter. Aus gesundheitlichen Gründen ist er nach wenigen Monaten, ich glaube nach 2-3 Monaten, ist er wieder verkauft worden an dich. Genau. Und sie hatten die große Reise vor, konnten überhaupt nicht fahren. Und ja, es kam denn alles ein bisschen anders, denn sie wollten wirklich damit verreisen, viel unterwegs sein und so weiter. Aber aus gesundheitlichen Gründen ist der verkauft worden. Das ist jetzt auch kein Vorwand. Der kam hier aus der Nähe, genau. Ist erst zugelassen worden vor einigen Monaten, gell? Der wurde erst zugelassen im November, der wurde gekauft im September und wurde soweit dann fertig gemacht, dass er eben fahrbereit ist. Und jetzt, wo es dann soweit war, dass der Wagen dann eben fahrbereit ist, kam, wie du es gesagt hast, eben eine gesundheitliche Diagnose, was eben dazu geführt hat, dass der Kunde den Wagen jetzt wieder verkaufen muss, ja. So, und der steht ja jetzt hier. Und du kennst den Kunden auch, muss ich sagen, er ist jetzt quasi mit Werksgarantie versehen. Erstzulassung war nochmal? Im November 2022. November 2022. Und es ist ein Dreiachser. Tonnagen und so weiter, die werden wir alle nochmal in die technischen Daten reinschreiben. Ist ein Crown i810 LGB, Längsbetten. Genau, hast du richtig gesagt. Das Fahrzeug hat laut der Fahrzeugrechnung 243.000 Euro gekostet, plus noch Zubehör, was zum Auto dazugehört. Das sehen wir gleich, wenn wir die Garage nochmal abfilmen. Da ist noch die gesamte Erstausstattung mit dabei. Alles in allem über 245.000 Euro und gut 20.000 Euro weniger soll der Wagen jetzt kosten. Zustand? Neu. Gut, also gelaufen hat er, was hat er runter? Ich schau mal gerade, das ist, glaube ich, gar nichts. 1.095 Kilometer. 1.095 Kilometer, das heißt, er hat noch fast die volle Werksgarantie. Ja, hat er, ja, richtig. Er riecht gut, das ist mir direkt mal aufgefallen. Also frisch, muss man auch sagen, also ist neu. Ja. Ist der überhaupt schon bewohnt worden, richtig? Ich glaube, die haben einmal eine Testübernachtung gemacht. Von den Kilometern würde ich sagen einmal, ja. Hubbett mit drin? Mit Hubbett und 5-Personen-Zulassung, ja. So, wir haben hier sogar richtig Zuladung noch, dadurch, dass wir ja das große Mercedes-Benz-Fahrgestell haben. Der fährt sich wie ein PKW so leise. Das ist mit nicht einem Liner vergleichbar, denn du hast hier eine Fahrruhe und ein Fahrgestell. Das ist quasi Liner-Größe mit PKW-Feeling beim Fahren. Das heißt, wenn sich eine Ehefrau jemals beschwert hat, das Auto ist zu laut, das hast du hier nicht. Dann war die Musik zu leise, ne? Nee, nein, aber du kannst ja bezeugen, dass ja einige tausend Kilometer hast du ja schon auf so einem Fahrzeug schon gefahren und konntest mich auch überzeugen, hast mir auch gesagt, du musst den mal fahren, musst mal austesten, der ist super leise. Ich kann es bezeugen, ja. Also wenn ihr sowas hier kauft, dann müsst ihr wissen, so ein Morello, gerade ein Iveco, Eurocargo, der hat seine Lautstärke. Das hast du und das musst du vorher fahren. Ja, der hat seine Motorlautstärke, aber möbelmäßig ist der auch schon sehr leise. Und hier ist, glaube ich, die Mischung aus beiden. Super leiser Motor mit dem Mercedes und auch Möbelgeräusche ist auch absolut toll. Es ist ein totales Understatement-Auto. Also du hast hier ein richtiges Liner-Innenfeeling. Du hast Fahrzeugbreite, was haben wir jetzt, 2,40 oder? Ja, richtig, ja. So, das heißt, du hast Platz, du hast aber ein tiefes Fahrzeug, kommst überall rein, bist nicht zu lang, hast diese große Riesenzuladung. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, dass du hier noch was richtig mitnehmen kannst durch den Dreiachser. Ja, jeder, der schon mal einen großen Zweiachser hat und alles mögliche an Ausstattung eben auch möchte, was der Kunde eben auch haben möchte, kommst du ganz schnell an deine Grenzen mit einem normalen Zweiachser und hier mit dem Dreiachser hast du einfach die Reserven, die du brauchst. Hat der Lithium, weißt du es? Ich muss es schauen. Wir gucken gleich mal nach. Der Wagen ist so frisch, du wolltest unbedingt den Wagen filmen und gleich wissen wir alles, ja. 2,24. Ja. Wie er hier steht. So wie er hier steht, ja. So, und ja, Autos kenne ich ja von der Messe, schon viel gesehen. Also das ist übrigens auch ein Doppelbodenkonzept hier mit drin. Also genauso wie bei Morello oder bei Concorde hast du einen kompletten Doppelboden umlaufen. Die Fahrzeuge sind bis minus 50 Grad, berichte ich immer. Ja. Und das ist auch so, die haben eine Alderheizung drin. Die haben eine Alderheizung, glaube ich, es gibt gar kein Fahrzeug von Carbe ohne Alderheizung. Das ist mir auf jeden Fall nicht bekannt. Und seit eh und je
werden ja auch schon die Wohnwagen so produziert. Und in Kältekammern wird das Ganze ausgetestet. Warst du schon mal mitten in der Kältekammer gewesen, wo du gefilmt hast? Ich war mal in der Regenkammer. In der Kältekammer noch nicht. Was kann man da machen? Da werden die Fahrzeuge tatsächlich dann der Kälte ausgesetzt. Minus 30, minus 40 Grad. Und dann wird eben nachher ausgerechnet, wie schnell kann die Heizung so ein Fahrzeug wieder erwärmen. Muss ich mal gucken, vielleicht wird das mal eine interessante Sache, dass wir mal nach Schweden oder nach Norwegen fahren gehen, mal eine Kältekammer besuchen. Oh, eine Riesenmarkise Omnis dort drauf, dann hier ein Bewegungsmelder mit Außenleuchte. Du hast natürlich einen Kofferraum hier mit drin, TV-Außenanschluss mit 230 und 12 Volt. Können wir euch gleich mal zeigen. Du hast einen Zentralverschluss, also bedeutet, du musst auch nur eine Klappe öffnen, und das sind so Kleinigkeiten, das ist wirklich alles unbenutzt. Das ist alles unbenutzt, ja. Hier gehören sogar noch Stahlfelgen mit dazu. Der Vorbesitzer hat sich wohl überlegt gehabt, dann wirklich umzurüsten auf echte Winterreifen. Und hier liegt beispielsweise eine Stahlfelge, aber es sind natürlich 6 Stück gehören insgesamt dazu. Und so wie alles hier ist, mit der Gießkanne, mit den Stromkabeln, mit den Stühlen, es gehört alles dazu. So, sogar, guck mal hier, eine Befüllleitung, automatische Befüllleitung. Das ist natürlich richtig schön. Die kam aber, glaube ich, ab Werk. Sowas kann man ab Werk bestellen. Genau, ich kannte das zuvor auch nur beim Frankia, wo ich das mal gesehen habe. Und die von Kabe bieten das auch mit an. Also Kabeltrommel mit dabei, Verlängerungskabel mit dabei, alle Anschlussleitungen dabei, sogar die Gießkanne zum Befüllen. Dann hast du hier die Stühle mit dabei. Da haben wir uns am Anfang noch gesagt, naja, alles mit drin. Also wie er hier ist quasi, wird er übergeben 2,24. Und du hast, das wolltest du eben gucken, hat 2 AGM-Batterien. Ja, vom Mastervolt drin. Wechselrichter, 1500 Watt. Und ja, mit 260 Ampere-Stunden ist das hier bestens ausgerüstet. So, und ich halte mal ganz kurz rein. Also auch die ganze Elektrik und Technik, weil da ich schon mal gehört habe in den Videos, ja, Kabel, Elektrik und so weiter. Das ist alles, also kann mal sein, dass mal ein Auto, aber die ich gesehen habe, waren alle gut. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, woher diese Meinung kommt, aber ich denke, das sind einzelne Kommentare. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, nein. So, Solaranlage? Ja. So, dann hier eine beheizte Heckgarage mit drin. Das Heck natürlich, du hast Innovation Design. Das heißt also, das ist ganz wichtig. Du weißt, was es ist? Nein. Also Innovation Design heißt, das sind keine Aufkleber. Das ist mit einer UV-resistenten Folie draufgedruckt. Nicht eine Folie, sondern mit einem Plotter auf das Alu draufgedruckt. Ja. Und soll auch ewig halten. Und nur so kann man also auch dieses Design an der Seite anbringen, was dann auch lange hält. Dann natürlich flächenbündige Fenster mit drin. Mhm. Und das Heck ist natürlich ein Hingucker. Ja, ist natürlich formschön, toll gelöst. Richtiger Hingucker, der Wagen. So, also wenn ihr einen Liner sucht mit richtig viel Platz drin, mit einem der... Hast du gerade mal unter das Auto geguckt? Ja. Ich war ganz verwirrt. Gehört auch dazu. Achso, mal geschaut, ob. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Guck mal in die Klappen dort rein. Du hast ein voll integriertes Modell natürlich, Mercedes-Benz. Mit vollem Paket, Automatik mit drin, Abstandstempomat. Genau. Die bestellen den gar nicht anders. Also der ist, wenn er bei Kabe kommt, ist das Arctic-Paket mit eingebaut. Das heißt also, ihr habt vom Mercedes-Benz Arctic-Paket mit drin. Mit einer stärkeren Heizung, eine stärkere Lichtmaschine ist schon eingebaut. Und hier, da hast du übrigens den Skiauszug hier mit drin. Wenn du den mal gerade rausziehst, der geht dann üblicherweise irre weit raus. Und da kannst du halt alles reinmachen, inklusive sogar einer Stütze, die du anbringen kannst. Und da kannst du deine Skier oder irgendwas anderes mit reinmachen. Dann elektrische Ablassventile sind hier mit eingebaut. Also das ist hier vorne. Richtig. Also, da kann man es schön sehen. Ich halte mal gerade rein, dass ihr es mal schauen könnt. Und viele schöne Details. Das ist der Gaskasten. 2x11 Kilo mit einer. Ist das eine Dual Control? Ja, das ist eine Umschaltanlage. Ja. Eine Umschaltanlage, also 2x12 Kilo Gas mit einem Schlitten. Guck mal, der Gasschlitten. Bei den schweren Gasflaschen, weil das ist schon immer ein Aufwand, so schwere Gasflaschen da rein zu manövrieren. Zeig mal, wie geht das?
Weil der Schlitten ist wirklich, wenn du die da reinheben musst, schon toll. Ich glaube, man kann die drehen, die Flaschen dann, wenn du die aufgemacht hast. Und kannst die, die leere Flasche immer zu dir drehen. So, Stefan rändelt mal die Rändelschraube. Mit links, ne? Mit links. Und drehbar. Und dann kann man es einfach an die Seite drehen, wie man es gerne hätte. Und die Flasche kommt einem super schon praktisch, das Rondell hier, ne? Entgegen. Schön. Alles dabei, ne? Die Rennen und die Wette, so, sogar die Zange war dabei. Machen wir es mal ein bisschen fest wenigstens, ne? Also kein Vorwand, Geschichte stimmt auch wirklich. Ein sehr trauriger Fall, aber jetzt steht er halt mal hier. Und darunter? Schau mal. Oh, der Doppelboden. Du hast noch einen Auszug. In einer großen Schublade und Euroboxen. Die kannst du dann nach hinten schieben. Fein gelöst, ja. Ja, der Doppelboden an sich ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Das kennst du ja vom Morello und Co. Das bedeutet keine kalten Füße mehr, alle Tanks innenliegend, die ganze Technik innenliegend. Schwerpunkt tiefliegend, was für eine Vereigenschaften hervorragend ist. Ja, und dann die Doppelachse mit drin. Dometic, ein AES-Kühlschrank mit drin. Mhm. Der ist hier auch deutlich zu sehen, aber das gucken wir uns gleich mal an vom Design her. Ach, der hat noch einen Stauraum hinten. Das ist der gleiche. Achso, der gleiche. Du Scherzkeks, ha? Also zwei Türen. Natürlich. So, let's go rein. Made in Sweden übrigens, wie die Heizung. Das heißt, das ganze Auto wird komplett in Schweden gebaut und ist für diese kalten, aber auch, ich glaube, plus 40 bis minus 50, so nagelt mich nicht fest. Der Peter Flanderen ist ja normalerweise mein Ansprechpartner, aber auch mal einen als Gebrauchter in freier Wildbahn zu sehen, ist natürlich schon eine schöne Geschichte. Zentralverriegelung hat er übrigens für die Aufbautür. Ich guck mal gerade, hat er oder hat er nicht? Könnte er haben, ja. Guck mal, hier vorne sind die Kontakte. Aber ich lasse das mal offen, bewusst. Also die technischen Daten werden wir noch einblenden. Ich werde einen Link drauf machen, wenn ihr den reingezogen habt. Hier ist der Doppelboden zu sehen. Genau, hier siehst du schön den Doppelboden, wie hoch das auch Ganze ist. Und das ist schon eine ganz schöne Höhe. Und das ist prima von der Isolation, von der Wärme, von allem. Aber die meisten Leute kennen ja ein Doppelbodenkonzept. So, wir gehen rein. Und schauen auf das Cockpit hier erstmal, also mit sehr, sehr viel Platz hier mit drin. Ist natürlich schön, so ein Vollintegrierter, der hat natürlich viel Raum und auch viel Aussicht. Das heißt, alle Fenster machen so eine Panoramasicht, wenn du rausschauen möchtest. Ja. Du hast natürlich vorne, wie du es gesagt hast, ein richtiges Panorama-Cockpit mit dem Vollintegrierten. Wer das schon mal gemacht hat, weiß es zu schätzen. Du hast natürlich einen viel, viel größeren Wohnraum dadurch. Wenn du das Hubbett nutzt, du kannst das Hubbett nutzen und gleichzeitig an der Sitzgruppe sitzen, ohne dass das Hubbett jetzt im Weg ist. Das Ganze steuerst du zentral über ein Display. Das ist das Besondere. Also hier sieht man sehr schön Vollausstattung. Das heißt also Abstandstempomat mit drin. Du hast einen Limiter mit eingebaut. Du hast das große MBUX-System von Mercedes-Benz mit drin. Natürlich Automatik. Auch Spiegelheizung. Also volle Hütte ist das Ding mit drin. Aber du hast auch die komplett nicht Husten oder irgendwas. Die Sitze sind komplett beledert. Die sind komplett beledert, die Sitze, ja. Ja. Macht ja auch wirklich Sinn, dass die Sitze beledert sind. Diese Fußmatte ist verheizt, gewusst? Ja, hast du mir das letzte Mal schon mal erzählt gehabt. Ja, ist richtig. So, und auch hier vorne hast du nochmal eine Tür. Das finde ich natürlich beim Vollintegrierten besonders toll. Das ist quasi Luxusliner auf kleinstem Raum. Mit allen Genen, sodass du eigentlich keinen LKW fährst. Du fährst hier fast einen PKW. Und da muss man bitte aufpassen. Also das Auto ist so PKW-like, dass man oft vergisst, wie schnell man ist. Und du darfst ja mit dem Auto nur bis maximal 100 fahren.
Und ich weiß nicht, ob der abgeregelt ist, aber mir ist es öfter schon mal passiert, die 110 merkst du gar nicht. Merkst du überhaupt nicht, nee. Also, wie du sagst, hier, ich bin auch schon mal 120, 130 testweise gefahren. Das geht ohne weiteres, aber da muss man eben mit Knöllchen rechnen. So, in Frankreich kann man uns, glaube ich, auch schneller fahren, je nachdem. 110, also 110. Ja. Mach mal bitte die Tür zu, ja, wegen der Belichtung. Dann haben wir es ein bisschen schöner, dass wir da sagen, hier, die Firesticks sind sogar schon dazu, dass man das nachrüsten kann. Habe ich uns immer schön empfohlen in den Videos mit drin. Ihr könnt die Smart TVs mit so einem Firestick für 30 Euro, könnt ihr richtig schön aufrüsten zum sehr einfach bedienbaren Multifunktionsgerät mit drin. Ein kleiner Tisch, der ist mit drin, aber das Schöne ist ja dabei, der lässt sich in alle Richtungen bewegen, mit allen drum und dran. Du kannst dich hier richtig schön reinsetzen, hast also dann auch die Bepolsterung, das ist richtig schön, ja, schwedisch-like. Und wenn du hier siehst, wie schön auch die Polster gearbeitet sind, das ist genau die gleiche Verarbeitung, die du auch aus dem Wohnwagen kennst. Und Kabe baut ja diese Wohnwagen schon ewig. Da kommen die ja eigentlich her. Ja, du hast es gesagt, wir haben ja eben auch schon gesagt, Kabe, immer schon bekannt für die beste Isolierung beim Wohnwagen, baut die hochwertigsten Winterfahrzeuge und jetzt seit Jahren eben auch die Reisemobile, richtig gelungene Fahrzeuge. So, wir gehen mal durch. Wir zeigen das Hubbett ein bisschen später auf die Küche. Das Bett hier hat eine Besonderheit. Es hat natürlich eine Liegewiese-Funktion mit eingebaut, aber die Leiter kommt gleich mit. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Wenn man denn mal nicht getrennt schlafen möchte, zieht man einfach hier aus, zieht das Brett aus und kann dann die Leiter aktivieren. Die steckt da mit drin. Siehst du, die graue oben drüber? So, die kannst du einfach runterklappen. Und wenn du gleich zur Seite gehst, dann sieht man sehr schön, die Leiter ist quasi, wird im Aufbau mitgeliefert. Ich gehe mal zur Seite. So, da ist die Leiter jetzt draußen. Also für den Aufstieg ein bisschen bequemer braucht man natürlich nur, wenn man die Inlays dann anhat. Wir zeigen auch gleich mal, alles kann man zentral mit einem einzigen Bedienteil bedienen. Und alles, wirklich alles. Also vom Kühlschrank über den Fernseher an aus, über das Hubbett, alles wird digital gesteuert über das gleiche Bedienteil und auch die Matratzen, alles natürlich Liegekomfort, made in Sweden. Das ist ein schon sehr außergewöhnliches Fahrzeug, oder? Ein richtig wohnliches, tolles Fahrzeug und trotzdem aerodynamisch und richtig flott. Ja, der 810er hatte das, was mir an meinem immer gefehlt hatte. Wenn du das gerade nochmal zurückbaust, ja, bitte, Stefan. Bauen wir zurück, dann können wir nämlich die Kleiderschränke ein bisschen besser öffnen. Und wobei du brauchst selbst für die Liegewiese eigentlich nicht die Treppe. Das ist nur so ein Komfortmerkmal. Die meisten werden das Fahrzeug sowieso mit dem Hubbett vorne nutzen. Und die Betten genauso, wie es hier da ist. Denn du kannst Getränke und so weiter nämlich einfach abstellen. So, warte mal, ich komme mal zu dir. Ja, dann komm mal bitte, bitte öffne mal. Das mal sehen. Also hier hat man den Kleiderschrank ganze beleuchtet und einen noch viel größeren Kleiderschrank auf der anderen Seite. Der Bettenkomfort, Auflagen sind alle dabei hier, die Tagesdecken. Ja, die Tagesdecken sind dabei und schau mal da. Ja, die Gelauflage mit drauf. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich noch unbenutzt, das Ganze. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die 1000 Kilometer überhaupt die Matratzen benutzt worden sind. Also wir haben es nicht drüber gemacht, die Hussen. So, Fernseher ist schon eingebaut, hinten und vorne. Dann diese Hotelbelederung hinten, das ist vielen Leuten auch schon immer aufgefallen, die gesagt haben, das macht's aus. Leselampen mit eingebaut an allen Ecken, das ist Hotelfeeling. Das sieht wirklich aus wie in einem neu gebauten Hotel, auch die Farben. Super tolles Holzdesign, das Grau passt super dazu und dann auch die indirekte Beleuchtung, richtig wohnlich. Hat ja diesen skandinavischen Touch. Damit das Ganze auch wirklich perfekt isoliert ist, aber dennoch die Feuchtigkeit ein bisschen aufnimmt, hat man hier nochmal so ein Velour oben drauf. Das Ganze isoliert. Also Fahrzeug ist ja wirklich für extremste Temperaturen ausgelegt. Das muss man immer wieder betonen. Es ist ein Extremauto, sowohl was die Kälte angeht, aber auch die Hitze. Man kommt meistens mit einer Klimaanlage fürs ganze Fahrzeug aus.
Du sagst es, weil wenn der Schwede, der früher den Cabrio nur in Schweden gekauft hat, in dem großen Land Urlaub macht, und die machen viel Urlaub im eigenen Land, dann hast du Temperaturunterschiede von 30 Grad auf den 2000 Kilometer im Land. Und was gut isoliert gegen die Kälte, isoliert natürlich auch gegen die Wärme. Und so hast du wie so einen Kühlwagen, den du hier fährst, der die Kälte auch schön speichert. So, Klimaanlage ist mit drin. Dann ein großer Schrank auf der Seite. Mach den mal bitte auf. Den mal öffnen. Guck mal, da sind sogar noch die Kabelmützen drin. Das sind die Mützen, die ich immer trage. Die kennst du ja. Das stimmt, ja. Heute mal nicht, ne? Du holst dir nachher bestimmt... Nein, die lassen wir drin. Nee, keine Angst. Ich hole keine Lust. Ich habe noch genug. Der Kleiderschrank ist auch immer ein wichtiges Argument. Oftmals sind Kleiderschränke nicht beleuchtet. Wird oft kritisiert. Mach mal hier hoch, bitte. Da kann man ein bisschen was sehen. Wo willst du hoch? Einfach die Matratze mal anheben. Dann kann man... Hier sehen, da hast du nochmal Stauraum hier drunter. Also da ist nochmal Stauraum beleuchtet. Kommst du hier von der Seite ran? Der ist hier mit drin und ein Teil von der Technik, da sitzt du gerade drauf. Also das ist gut zugänglich. Man kann es sehr gut erweitern. Alarmanlage hier ist schon eingebaut mit Bewegungsmelder mit drin. Und eine Besonderheit hierbei ist nochmal, guck mal, bei den langen Türen, da siehst du richtig... wie das Ganze nochmal mit Aluminium verstärkt ist. Ja, das ist ganz clever, weil jeder weiß, wenn eine Tür nur einen Einfachverschluss hat. Ganz früher, ich war ein Beispiel im Tabatwohnwagen, die haben immer noch die Verschlüsse gehabt, oben und unten, da ging's. Aber wenn du eine Tür nur einfach verschließt, dann wird die irgendwann sich winden. Die wird in der Mitte so bleiben und wird sich oben und unten, wird die sich wellen. Das ist einfach die Physik, die das macht. So, wenn es ein bisschen flackert im Bild, es flackert im Original überhaupt nicht. Es ist die Synchronisierung. Wir haben eine neue FX30 und filmen gerade mit einer 50stel und die synchronisiert hier ein bisschen mit dem Licht. Auch hier drin siehst du alles hier nochmal ausgefräst an den Seiten. Gasdruckdämpfer überall. Überall Pushlocks. Überall Pushlocks und keine Pushlocks, sondern die Gasdruckdämpfer und die, ach, wie heißen sie noch? Ja. Pushlocks. Ja, Pushlock ist noch eigentlich der, den man mit dem Daumen noch drauf drückt, ne? Ach so, hier brauchst du einen Zeigefinger. Okay. So, dann darfst du mal ins Raumbad. Warte, überlege ich mal gerade, wie das hier gemeint ist. Da ist die Abtrennung. Trenn mal bitte ab. Kannst du ziehen. Und schwuppdiwupp bist verschlossen. Unser Model Stefan steht vor dem großen Dometic Tower, das er bereitwillig öffnet für mich. Und der ist natürlich mit einer Ambientebeleuchtung an der Seite versehen. Oben der Backofen mit Oberhitze. Oder Unterhitze. Unterhitze hat er so. Aber hat nicht mehr Ober- und Unterhitze. Dann geht das Model Stefan mal bitte ins Badezimmer rein. Okay. Und zeigt mal gerade mit seinen 1,85 Meter Größe. Das Ding ist neu, oder? Das ist noch nie, da hat noch nie einer geduscht drin. Nee, du hast eben die Matratzen gesehen, die sind noch verpackt. Ist wirklich schade, ja. Aber krass. Also, dann gehe ich mal in die Dusche. Mhm. Und natürlich mit der Dachluke dann super praktisch, auch wenn man größer ist. Gut, du hast gerade Onschuhe mit 6 cm Sohle an. Also die, das... 1,90 Meter, ja. 1,90 Meter hast du ungefähr Stehhöhe. Also auch für große Menschen ist es kein Problem. Dann auch hier hast du wieder diese Versteifung an der Tür, ja, mit dran, dass sie sich ja nicht verzieht. Die hast wirklich, du überall. Wirklich toll, ja. Da hat jemand mitgedacht. Sehr gut gebaut. So, hier ist der Trockenschrank. Da ist übrigens, hier siehst du, die Heizkörper sind hier drunter. Da kannst du tropfende Kleidung reinmachen. Ja, das ist richtig gut gemacht einfach. Aber da sieht man eben, wenn man in Schweden, wenn man unterwegs ist im Winter und mit nassen Kleidern, und da hat jemand richtig mitgedacht. Hier ist die Belüftungsöffnung mit drin. Du hast ja auch noch unten drunter zum Beheizen von der Trocknung. Ja, hier unten ist übrigens die Smart D. Und das alte Bedienfeld, du weißt, warum es da drin ist. Das ist eine schöne Kleinigkeit. Sollte die Aufbaubatterie mal leer sein, kannst du die über die Fahrzeugbatterie betreiben, die alte Heizung. Also falls alle Stricke reißen, die Heizung geht immer noch. Was gerade beim Thema Einfrieren in Schweden, glaube ich, ein Thema ist, oder? Ja, das ist typisch schwedisch, dass die Lösung, die gibt es ja sonst hier, glaube ich, bei keinem einzigen Hersteller. So, hier oben kannst du Sachen reinmachen. Also, 3 Kleiderschränke habe ich jetzt mal gezählt.
Dann eine große Küche mit Spülfeld, Abtropfbereich und Sandwich, ne? Drei Flammenkocher. Achso, Sandwich, das auch von euch, ja? Ja. Ist das so Standarddeko, die ihr? Ja, wir haben so ein bisschen Deko, dass es ein bisschen wohnlich noch aussieht, ja. Also so ein Plastik-Sandwich. Nicht so steril dann, ja. Okay. Sind das zwei Teile oder ist das ein Teil, das Sandwich? Ein Teil. So, oben Schränke mit ja. Dunstabzug. Ja, ist auch verbaut. Der geht üblicherweise nach außen. Deswegen hast du hier nochmal so einen Kamin. Ja, da ist der Kamin. Und der führt nach außen. Da sind die Bordbücher mit drin, alle vorhanden. Mhm. Und hier ist noch ein Schränkchen. Ja. Bloß die Schubladen, die sind ja auch immer wichtig. Also würde einem Urlaub, zentral verriegelt übrigens, hier die Schubladen, also mach einmal Switch und dann gehen die Schubladen auf. Einem Urlaub in diesem Jahr würde nichts entgegenstehen, oder? Ab sofort, ja. Zugelassen war er ja schon, oder? Zugelassen, ja, hier in Saarbrücken und der Wagen ist sofort verfügbar, ja. Gut. Dann gucken wir mal, ob der Kollege noch die technischen Daten so langsam fertig hat. Warte, ich guck mal ganz kurz das Bedienfeld. Das ist das Bedienfeld übrigens. Damit könnt ihr das ganze Auto steuern. Warum übrigens das Kabe-Bedienfeld, das alte Bedienfeld übrigens im Schrank war, das braucht ihr gar nicht. Ihr könnt alles steuern, inklusive dem Hubbett. Fahrt das Hubbett mal bitte runter. Aber du hast nur ein Stück runterfahren, also kannst ruhig. Ansonsten machen wir gleich die Lehne von dem zweiten Sitz zurück. Ja, es geht, das ist nur mal zum Zeigen, dass wir sehen. Guck mal, der quietscht noch, das ist ja ganz neu. Ja, alles. Mach mal ein bisschen Deo drauf. Okay, so und dann sieht man, also hast du hier einen riesen Hubbett mit drin. Das ist von der Größe her, müsste ich jetzt schätzen, 1,30 Meter mal 2 Meter? Also 1,40 Meter hat es auf jeden Fall. Fast schon 1,50 Meter dürfte es hier haben. Relativ groß. Täuscht jetzt ein bisschen, weil... Ja, der ist er. Bei dem Wagen auch noch, dass er den absenkbaren Tisch auch noch hat an der Sitzgruppe, sodass wir auch mit 5 Personen schlafen können, weil der Wagen hat auch eine 5-Personen-Zulassung, sodass man zu 5 auch fahren darf während der Fahrt. Und das ist sehr selten bei einem integrierten Fahrzeug, dass man zu 5 schlafen kann und zu 5 fahren kann. Hier vorne hast du noch induktive Auflademöglichkeiten. Dein Sitz hier. Indem man, also wenn man ihn benutzt, dann entgegengesetzt zur Fahrtrichtung dann montiert ist für den 5. Fahrer. Aber ich kann mir vorstellen, auch ein schönes 2-Personen-Fahrzeug. Ja, das Dometic Hubfenster darfst du mal zeigen, weil das ist eine Besonderheit. Das gibt es so ganz selten. Das kann man öffnen in 0, nichts, weil man es einfach hochdrückt und hat dann mit einer Gasdruckfeder wirklich das sofort geöffnet, wo du normal ja kurbeln musst, drückst du einfach nur hoch. Genau, sonst noch Lüftungsfunktionen bei dem Heki. Das funktioniert auch. Oder wieder schnell zu. Verriegeln und fertig. Stefan, haben wir selten. Ein Kabel mal, dass der reinkommt. Komm, wir gehen raus. Ich werde mal checken, wie es mit den Techendaten ist. Aber der kommt ins Netz. Ist er schon im Netz? Oder nein, kommt er? Nein, der Wagen, der ist heute jetzt gerade sauber gemacht worden, während wir da waren. Und der kommt dann eben auch ins Netz jetzt. Ja. Aber du bist der Erste, der ihn gesehen hat. Ja, du bist Vertragshändler für ganz viele Marken. Unter anderem Hümer hast du auch? Genau, Hümer, Karthago, Knaus, Weinsberg, Tabat, Pössl, Benimar. Wir haben schon viele Marken, ja. So, viele Händler schreien darüber, es gibt keine Gebrauchten auf dem Markt. Du hast immer wieder gebraucht, aber das ist viel Arbeit. Du besorgst sie teilweise von tausenden Kilometern, wo du die rückholst, nochmal nach Deutschland. Gerade Concorde, Morello und so weiter, viele aus Frankreich auch und so weiter. Das machen viele Händler sich nicht die Mühe, aber du machst dir die Mühe. Dann guckst du dir jedes Fahrzeug selber an. Hier war gar nichts notwendig. Das Auto ist quasi angeschaut, ja. Es ist angeschaut, da war aber nicht viel zu erzählen. Der hat eine Original-Werksgarantie, ist unfallfrei. Ja, der ist neu. Tut mir leid, der hat zwar eine Zulassung, aber das ist ein Neufahrzeug, ja. Also, der würde sogar, wenn man den gebraucht anbieten müsste, da gibt es, glaube ich, eine Regel bis 6 Monate und 5000 Kilometer, dann zählt er noch als neu. Aber er ist ja schon einmal zugelassen worden. Genau, das muss man wirklich aufpassen, wenn der Wagen jetzt ins Ausland verkauft werden sollte. Falls jemand hier zuschaut aus Frankreich oder Luxemburg, dass er, der muss mindestens ein halbes Jahr als seine 6000 Kilometer, ansonsten gilt er wieder als Neufahrzeug. Und es kann sogar mit der Mehrwertsteuer eine Problematik werden dann.
Gut, aber für die Steuervermeidung hast du Möglichkeiten, ja, um das zu umgehen. Ja, in Deutschland ist es jetzt sowieso egal. Spaß. Aber ansonsten muss der Wagen eben älter sein und mehr Kilometer haben. Muss in Deutschland zugelassen werden. Da fährt den halt noch jemand. Und ja, ist dann schauen wir zugelassen mal. Gewesen, ja. Gut. Da ist er. Full LED übrigens. Den technischen Daten, bin sofort wieder da. Du gehst noch zweimal im Kreis. Ja, ich wollte eigentlich nach Haus. Aber für dich mache ich ja alles. Kabel. Guck mal, sogar das Glas hier. So Kleinigkeiten hier. Original Kabelglas. Der Tone. Das sind die Fensterchen. Die Rückspiegel. Und ja, ein Bugspiegel. Braucht man einen Bugspiegel hier? Boah, ich glaube nicht, weil das ist, der Überhang ist nicht so groß. Das ist eher wie hier beim Kastenwagen. Trotzdem hast du diesen großen Platz. Also ein richtiger, schöner Edelcamper, der geeignet ist, um damit wirklich zu Lautstärken zu fahren mit einem Fahrkomfort wie einem PKW. Und viele, muss auch sagen, viele Frauen, die haben keinen Bock, in einem LKW zu fahren. Also meine Frau, die ist regelmäßig ein bisschen pikiert, wenn die mit einem Eurocargo fährt, weil der doch ein gutes Stück lauter ist. Und das hat man hier nicht. Also hier ist praktisch wie SUV fahren, als ob ich ein SUV bewege. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Stefan, und? Ich denke, das passt so, was wir im Großen und Ganzen gesagt haben. Er hat jetzt noch die Kilometer. Ich habe sie ja eben abgelesen. Er hat die noch falsch draufgeschrieben mit 3000 Kilometern. Und er hat wie viel? Ich habe eben geguckt, ich kann mal im Motor nochmal starten, was ich eben gesehen habe, nicht, dass es der Trip war. 1095 war drauf gewesen auf dem Tacho jetzt eben. Kommt ja ungefähr hin. Aber 3000, mein Gott. Aber ja, wenn er weniger hat. Er wusste es jetzt nicht, ne? Er wusste, dass es wenig ist und hat es nur gerade schnell für uns gemacht. So, Zuladung 1,17 Tonnen. Das ist wirklich toll. Also damit hast du wirklich überhaupt keine Probleme, irgendwas mitzunehmen. Hast du ja oft, weißt du, dann willst du ja dann doch noch hinten noch einen Roller reinmachen oder irgendwas anderes. Wassertranksvoll, alles Mögliche an Konserven oder Vorräte. Man selber wiegt ein bisschen mehr, ja, kann ja auch passieren. Meistens mehr als 75 Kilo, was so vorgegeben ist, ja. Hier steht er, 17. Februar 2023. Wir sind am Karnevalsfreitag in Saarbrücken bei Stefan Buhr, Wohnwagenvogt, gibt es seit über 60 Jahren, 70 Mitarbeiter. Ja, hätten wir uns früher kennengelernt, hätte ich auch schon früher bei dir gedreht. Wir zeigen aber noch ein Auto, das ist gerade online gegangen. Das bricht gerade alle Rekorde bei uns mal wieder bei German Television. Es ist ein Concorde Cruiser. Ja, obwohl wir gestern, glaube ich, nach 7 Stunden, glaube ich, ziemlich ausgelaugt waren und das Wetter schlecht war. Und, ja, ich glaube, es ist trotzdem sehr interessant geworden, das Video. Ja, ein Einzelstück, ein absolutes Unikat. Ein SUV Atego mit einer Länge von unter 10 Metern. Ja, genau. Einfach ein geiles Fahrzeug. Tschüss Stefan, wenn ihr also wie gesagt den Kabel haben möchtet, ruft an. Die Rufnummer ist die 0681 und dann die 992 880 in Saarbrücken. Danke fürs Einschalten. Tschüss Stefan.